I'm a Ja, ich darf Ihnen zuerst mal vorstellen. Porto Rheine ist der erste Sportverein mit dem Migrationsfundament in Kassel-Steinfurt, der in einer Liga des Westdeutschen Fußballverbandes aktiv wurde. Seit Jahrzehnten ist er in Rheine sowie im ganzen Kreisgebiet bekannt. Ich hätte gerade mal ein Jubiläum, kann das sein? Der Verein besteht aus Spielern verschiedenster Nationen, beispielsweise Türken, Portugiesen, Italiener, Spanier und natürlich auch deutsche Mitspieler und Trainer. Und sie spielen bereits im vierten Jahr in der Kreisliga A in Steinfurt. Und hier ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass über die sportlichen Aktivitäten des Vereins neu hinzugekommene Mitbürger die Einlebungsprozesse erleichtern und eine schnelle Integration ermöglicht werden. Ich darf Ihnen deswegen den Sonderpreis hier auch überreichen, der verbunden ist mit einem Geldgeschenk von 400 Euro. Und ich darf das eben mal vorlesen hier, die Urkunde, die wir Ihnen überreichen. Das ist, müssen wir einmal festhalten, ich habe nicht so viel, du musst hier mit den Hanteln. Ja. Einmal geht. Sportoptimist. Im Rahmen des Projektes Sportoptimist, gefördert durch das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen, Integration NRW, verleihe ich hiermit der Fußballabteilung Porto Rheine des portugiesischen Freizeitzentrums Rheine e.V. für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Sportintegration von Zuwanderern im Kreis Steinfurt diese Nominierungsurkunde zum Steinfurter Integrationspreis 2009. Mein ganz herzlichen Glückwunsch. Ich wollte den Preis an die einfach weitergeben. Ja, das ist Enzo Gomes, der ist der Vorsitzende vom portugiesischen Fußballverein. Der Sportabteilung, also Porto Rheine, Jan da Silva, der ja auch schon jahrelang als zweiter Vorsitzender und automatisch auch als Hauptverantwortlicher für den Sport unseres Vereins, möchte ich auch nochmal erwähnen und bitten auch nochmal nach hier zu kommen. Ja, dann ein Dankeschön auch noch an Herrn Berardis, der uns im Rheine also sehr viele Tipps gibt und uns auch unterstützt, wenn wir die einen oder anderen Wege suchen, um weiterhin auch unseren Verein so gut wie möglich zu erhalten und ja, einfach uns unterstützen zur Seite steht. Ja, dann vielen Dank nochmal und schönen Abend. Danke. Meine Damen und Herren, der Boxsportverein in Gebühren engagiert sich bereits seit 1992 im Bereich der Integration, also schon ein wirklich sehr früher Zeitpunkt, und ist seit 1999 anerkannter Stützpunktverein des Programms Integration durch Sport. An den Trainingsabenden werden rund 30 junge Männer und Frauen im Alter von 5 bis 69 Jahren aus 8 Nationalitäten unter dem Motto »Gemeinsam sind wir stark« trainiert. Erklärtes Ziel ist es, den Mitgliedern eine Atmosphäre des Vertrauens, das Gefühl der Anerkennung zu vermitteln, sodass sie diese Einstellung auch untereinander und auch in ihrem Umfeld manifestieren. Aus herzlichen Dank und ich kann Ihnen jetzt die Urkunde und den Anerkennungspreis von 600 Euro überreichen. Wir sind jetzt gespannt, was uns die Boxfreunde vorführen. Aber Herr Planke wird wahrscheinlich auch noch ein Wörtchen sagen. Und dann freuen wir uns auf die Vorführung. Bitte schön. Wir machen jetzt ein leichtes Training. Das heißt, alles, jeder führt ein bisschen vor. Einzige, was eben fehlt,
sind die in dem Vorstand, dass da noch ein paar mehr mitarbeiten, aber sonst läuft das hervorragend. Es sind 8 Nationen und diese 8 Nationen sind friedlich beieinander. Die Halle ist voll, der Jüngste ist 8 Jahre, der Älteste, geht auf die 70 zu. Danke. Jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit. Dankeschön. Danke. Ja, herzlichen Dank an unsere neuen Preisträger. Bevor wir jetzt zur letzten Präsentation kommen, nämlich dem Auftritt der Tänzerinnen und Tänzer aus der Mühlen, möchten wir uns von Ihnen verabschieden, meine Damen und Herren, Dr. Fehler und ich, aber uns auch nochmal bedanken. Und zwar erst einmal herzlich bedankt beim Kreis Steinfurt, Herr Bubendorf, bei Ihnen für die tolle Unterstützung für dieses Projekt. Vielen Dank.